Ziel von Konstanz. So, mit den Aktionspunkten können wir nochmal im Verhandeln besser werden, oder? Den Meister gerade erst nächstes Jahr. Dann versuchen wir mal beim Verhandeln noch besser zu werden. Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Denunziant und Gardist. Ein Mitglied eurer Dynastie ist heute leider verstorben. Dann nehmen wir doch mal, werben wir uns als Gardist. Und wir schauen, ob wir ein Gedicht bekommen. Leider nicht. So, die Verbesserungen haben wir. Und wir haben 1300 Bargeld bekommen von Ralf Goldsack, unserem Vater. Der im Alter von wie viel verstorben ist? Das ist der Wahnsinn. 46. Man stirbt hier, also man wird in der Regel hier nicht 50. Oh Gott. Ja, gefährlich. Ich kann hier immer noch kein Geschenk schicken. So, unsere Wechselstube. Gehen wir mal rein. Besuchersessel bringt uns direkt einen Ansehensbonus. Münztruhe. Ich weiß halt auch nicht, was mit schnellerer Währungsbeschaffung gemeint ist, aber okay. Und Ansehensbonus nochmal. Sehr schön. Oh, gute Nachrichten, Freunde. Der kaiserliche Herold verkündet: In unserer unendlichen Gnade haben wir entschieden und verfügt, dass ihr von nun an den folgenden Titel tragen dürft. Edelmann. So, mein ganzes Geld ist jetzt hier drin. Für Kredite freigegeben und wir sind Edelmann geworden. Der Kaiser, fantastisch. Das sind tatsächlich sehr gute Nachrichten. Ich glaube, anbauen können wir nur Schutz vor Einbrüchen. Machen wir mal wenigstens diese Einfriedung dort. So, jetzt ist mein ganzes Geld erstmal wieder weg. Hilft das jetzt hier eigentlich, Edelmann? Höhere Kreditwürdigkeit. Verstehe. Eine Warnung von Dietmar Brodner. Geschätzter Nachtwächter, ich möchte euch nachdrücklich darauf hinweisen, dass ihr eure Aktion wieder dem Hause Brodner sofort einzustellen habt. Welche Familie Brodner? Ich weiß gar nicht, was der möchte. Sowas. Noch 2 Jahre. So, jetzt kann ich ein Geschenk schicken. Jetzt habe ich nur gerade kein Geld. Weil ich das Geld in die Bank gegeben habe. Oh. Der Trank des Dr. Faustus bringt gerade nichts. Dann würde ich vorschlagen, darf der Wilhelm... Hey, da ist doch schon eine Dame. Helga? Nee. Ich weiß jetzt nicht, was die Frau hier macht, aber okay. So, Wilhelm. Du machst das bitte auch. Na? Gerne. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Edelmann. Die werden alle jetzt Edelmänner hier. Viel zu schnell geht das. So. Pachtversteigerung. Für den tiefen Schacht. Nee, damit machen wir jetzt, denke ich, nicht mit. 8 Lavendel. Das ist aber schon wieder mal ein bisschen wenig, Helga. Eure Anweisungen? Ich meine, ich könnte sie jetzt zur Gesellin schon die ganze Zeit befördern, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie dann wirklich mehr bringt. Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Die Einfriedung, sehr schön. Wir können ja mal gucken, wie viel das jetzt kostet aktuell. Und das geht sogar. Ein Strauß Rosen. Ein Keuschheitsgürtel. Den Strauß Rosen würde ich gerne ihr geben. Da müssen wir jetzt aber was verkaufen dafür. Diese Topfgranate endlich fertig wird, die braucht leider sehr lange. Der Papst hat heuer sein Leben ausgehaucht. Die Gläubigen der Welt trauern und klagen. Trauern und klagen. So, das letzte Eisen. In einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Perfekt. Eine flammende Predigt. In eurer Gebäude wurde gegen Inquisitor Udolf Bormann. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Talentanstieg verhandeln. Ihr habt eure Fähigkeiten im Talent verhandeln ein wenig steigern können. Übt nach. Ja, wir üben. Wir üben weiter.
So, jetzt gib mir bitte das Gold, dass ich meine Angebeteten einen Strauß Rosen schicken kann. Oh ja, das gibt uns nochmal extra Geld, sehr schön. Ne, warte mal, wir haben ja volles Lager voll Eisen, das muss jetzt nicht sein. Wie erwünscht. So. Speichern wir nochmal kurz. Bis jetzt hatten wir irgendwie nie Glück in dieser Angelegenheit. Zurück zum Spiel. Ein Strauß edler Rosen. Sie ist verzückt und schaut euch keck an. Das wollte ich hören. Die Patrizierin. Jetzt sind wir nämlich über ihrem Stand. Wunderbare Neuigkeiten! Oh mein Gott, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wunderbare Neuigkeiten! Große Ereignisse werfen ihre Schatten. Sie will endlich mich heiraten. Oh mein Gott, endlich! Was so ein Geschenk nicht alles bewirkt. Wir haben uns hier zusammengefunden. Lang hat's gedauert. Um den heiligen Bund der Ehe zwischen diesem Mann und dieser Frau zu beschließen. Wollt ihr diese Frau zu eurem angetrauten Eheweibe nehmen? So antwortet mit Ja. Ja, ich will. Wollt ihr diesen Mann zu eurem angetrauten Ehemann nehmen? So antwortet mit Ja. Ja, ich will. Damit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Nun geht hin und mehret euch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Endlich haben wir es geschafft. Es hat aber auch lang genug gedauert. okay, wie alt sind wir jetzt? Heinrich Goldsack, 31. Wie gesagt, wir brauchen einen 12-jährigen Sohn, wenn es nicht vorbei sein soll quasi. Das heißt, dann sind wir 43. Ich sag mal so, unser Vater ist mit 46 gestorben, unsere Mutter mit 40. Das wird eine knappe Kiste. Die Fernhandelskauffrau. Patrizierin, hat die ein Amt? Ich glaube nicht. Na gut. Endlich haben wir das geschafft. Der ewige Junggeselle kam unter die Haube. So, wir haben wieder mal Topfgranaten, die gut weggehen, zu einem guten Preis. Eine Familienfehde. Dietmar Brodner erklärt euch die Fehde. Verderbter Nachtwächter Heinrich Goldsack. Jetzt ist endgültig Schluss mit euren schändlichen Intrigenspielen. Nun heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das Haus Brodner wird euch zu Boden stampfen. Brodner. Brodner. Ist das hier eine Dynastie? Nee. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Brodner sein soll. Gegner. Dietmar Brodner ohne Amt. Ein Edelmann ohne Amt. Schmoll und Kornet, die mögen uns alle nicht. Aha, Silberschmied. Na gut. Ein wunderbarer Duft von Tude Schnuck. 6 Jasmin. Also, manchmal ist das schon sehr fragwürdig, was diese Helga da sammelt. Auf zur Lavendelsuche, Helga. Könnte aber auch mal wieder ein paar Bomben produzieren, die bringen auch gerade wieder gutes Geld. Was kann ich tun? Produziere sie da bitte mal. So, verkaufen wir wieder für gutes Geld die Topfgranaten. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Aha. Was für ein Gebäude denn? Mein Heim. Das ist nur ein kleines Haus, ne? Nee, was? Pff.
Wieso sollte ich das jetzt kaufen? Immobilien als Wertanlage, aber dann kauft sie mir keiner ab. Das bringt mir nicht so viel. Muss ich sagen. Wann kann ich das hier aufwerten? Im nächsten Jahr, glaube ich, erst, oder? Wenn wir dann wieder einen neuen Titel haben. Ich meine, wir sind jetzt immerhin schon Edelmann. Das ging jetzt relativ schnell, muss ich sagen. Und das erlaubt uns jetzt auch den Wohnsitz einer Villa. Genauso wie Landsitze, Burgen und Schlösser. Aber ich meine mich zu erinnern, dass sowohl Landsitz, Burg, Schloss, dass man da nicht wohnen kann quasi. Also nicht diese klassischen Räume haben kann. Und mein Bürgerhaus, da ist natürlich niemals genügend Platz, um das abzugraden. Richtig. Ja, das heißt, ich müsste eine neue Villa bauen. Ja, für läppische 29.000, wo wir natürlich nicht genügend Geld dafür haben. Das ist die Frage, ob es überhaupt genügend Bauplätze dann geben wird dafür. Also eine Villa hätte ich schon gerne. Dafür brauchen wir jetzt erstmal Gold. So, eine Topfgranate. Verkaufen wir. Und zwei Bomben gleich auch. Na. So. Auf geht's. Auf zum Marktplatz. Aber der Betrieb läuft doch jetzt eigentlich sehr solide. Nur dass wir den Keller eigentlich überhaupt nicht nutzen. Aber muss man ja auch nicht. Ich muss sagen, so nach der Geldstube, so eine Schenke, aber ich glaube, da werde ich nicht alt genug werden, um das noch zu schaffen. Adel, oh Gott. Kalte Karte, das Strohlager. Was ist eigentlich mit diesem Handwerkshaus der Schmiede? Gibt es kein Handwerkshaus der Alchemisten? Gibt es hier irgendwelche Informationen? Sitzungssaal. Die Gildenkasse, exakt 0 Gold. Und mehr gibt es hier, glaube ich, nicht, was ich anschauen kann. Es gibt noch ein Arbeitszimmer, glaube ich. Da kann ich quasi nichts genauer mir angucken. Na, okay. Ist in Ordnung. Hier wird auch schon wieder was gebaut. So, die Bombe bringt uns wieder Geld. Das Eisen ist an sich eigentlich teuer. Bevor wir wieder gar nichts bekommen, kaufe ich mal 4. Und der Karren ist auch da. Was wird denn da für ein Gebäude gerade gebaut? Der Rest ist sehr teuer aktuell. Warte mal, da fällt mir auch gerade ein, habe ich mich eigentlich beworben? Doch, ich habe mich um das Amt des Gardisten beworben, ne? Wann findet unser Fest statt? Hat das schon stattgefunden? Ach ja, und Gedicht. Gedicht, Gedicht, Gedicht. Schnell 2 Gedichte kaufen. Wir sparen uns sogar 115. Das war ja ein Schnäppchen. Das benutze ich jetzt sicherheitshalber noch bei der guten Carola. Die Sache ist, ich brauche die halt jetzt nur jetzt. Danach, weiß ich nicht, werde ich eh ihre Absetzung beantragen. Vermutlich. Und dann muss ich die Nachtwächterin noch weiter auf meine Seite bekommen. So, Lavendel wurde noch gefunden, aber ich kann sie jetzt nicht mehr auf die neue Suche schicken, weil es ist schon Abend. Na gut. So, eine Dornen... Oh ja, doch, eine Dornenhecke. 25% Einbruchsschutz und Fenstergitter. Boah, Fenstergitter ist schon ein bisschen teuer. Ist jetzt nicht so, als wären da 10.000 Gold gelagert, aber gut. Ach, im Inneren kann ich auch nochmal Fenstergitter machen. Wirklich? Ha. Nee, lassen wir mal. Hoffen wir mal aufs Beste in der Hinsicht. So. Nochmal ein wenig Eisen.
Die eine Bombe sollten wir noch zum Markt schnell bringen. Wie ihr wünscht. So, perfekt. Der Winter naht. Ah, ein Kredit von uns wurde genommen. Ratsinformantin Franziska Obdacher hat in eurer Wechselstube billiger Zins einen Kredit von 4600 zu 9% Zinsen und eine Laufzeit von 2 Jahren genommen. Schön. Das heißt, wir verdienen damit 800. Danke für die Information. Sehr schön. Euer Fest. Eure Festlichkeiten sind ausgeklungen und ihr habt insgesamt 555 Mark dafür bezahlen müssen. Im Laufe des Abends konntet ihr folgende Stimmungen bekommen. Fechtmeisterin Carola Obert ist schlechtweg begeistert und Trude Schnuck verließ das Fest kurz nach seinem Beginn. Ja, gut, meine ehemalige... ich meine, sie ist jetzt auf Landesebene logisch, dass sie jetzt nicht mehr so begeistert ist. Aber ich sage mal so, die Fechtmeisterin wird uns jetzt zum Gardisten wählen, das steht fest. Die Frage ist, machen wir vielleicht einfach ein neues Fest, um die Nachtwächterin auf unsere Seite zu bekommen? Ich denke, das wäre sinnvoll. Kann ich überhaupt schon ein neues Fest wieder machen? Wildbret mit der Nachtwächterin, die müssen wir auf unsere Seite bekommen. Oh, das ist jetzt aber teurer geworden. Wieso ist denn das jetzt teurer geworden? Komisch. Dann werde ich wahrscheinlich nochmal einen Ring brauchen, oder? Also ich glaube, einen Ring werde ich noch brauchen. So. Ja, wir warten mal wieder, bis Eisen wieder günstiger wird, hoffe ich mal. Wir kaufen nochmal einen Silberring. So, perfekt. Sehr schön, sehr schön. Und dann beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Weil allzu viel gibt es jetzt nicht mehr zu machen. Ein bisschen Geld sollte man auch noch in der hohen, auf der hohen Kante haben. So, es ist Zeit nach Hause zu gehen. Jetzt weiß ich nicht, was das für eine Nachricht noch war. Ja, 3000 irgendwas haben wir noch übrig. Jetzt geht es um unsere Wahl. Oh oh, sag nicht, sie ist weg. Oh, es gibt wieder ein Losverfahren, weil die Dame wieder weg ist. Dietmar Brodner. Jetzt ist ausgerechnet unser Erzfeind unser Vorgesetzter geworden. Das ist ja... Das ist also... Was soll ich dazu noch sagen? Du kannst dich hier auf keine Wahl verlassen. Unfassbar. Vielen Dank für die Einladung zu eurer Festlichkeit. Gerne nehme ich diese an. Nachtwächterin Luise Meyer. Zur Stadt gedeiht. Ist. Weil wieder keine Fechtmeisterin da war. Unfassbar. Ja, wir werden natürlich... Ja, die Sache ist die, ich muss ja wahrscheinlich nicht mal... Ja doch, sagen wir mal so, wenn dann ja um das Amt des Fechtmeisters gewählt wird, dann dürfen wir beide mit abstimmen und ich werde nicht für ihn wählen und ich werde jetzt seine Absetzung beantragen. So. Absetzung beantragen. Weg mit dem Mann. Bei dieser Familienfehde. So, ich hoffe, dass unsere Ehefrau uns bald mal einen Sohn schenkt, weil, wie gesagt, wir werden nicht jünger, wir sind schon 32. Und in Gilde 1 lebt man nicht sehr lange. Oh, ein Giftstrauch. Einbruchschutz. So, ich muss jetzt hier gleich wieder jemanden losschicken um 8 Uhr. Für ein paar mehr Sachen. Ja gut, erstmal gibt es dann Nachwuchs, da freuen wir uns natürlich, sehr schön. Gerade haben wir es noch angesprochen. Herzlichen Glückwunsch, eure Frau hat euch einen Sohn geboren. Sehr schön, ein Sohn und Erbe. Heinrich heißen wir, wie nennen wir ihn? Ludwig. Der gute, der kleine Ludwig. So, und Helga. Was kann ich tun? Jasmin.
sammeln, bitte. Ich glaube, die Bomben bringen gerade wieder... Ja doch, die bringen noch gutes Geld, okay. Schön, haben wir das geschafft. Schon wieder diesen Karren reparieren, das ist der Wahnsinn, wie teuer das ist. Also in der Hinsicht lohnt sich das nicht so unbedingt. Topfgranate bringt immer noch gutes Geld, muss man sagen. Feuer! In der Stadt brennt es! Oh je, ich sehe schon kommen. Dafür braucht man übrigens auch dann Aktionspunkte, wenn unser Haus vom Brand erfasst wird. Dass wir es löschen können. Na, komm. Die Reparatur eines eurer Karren ist abgeschlossen. Wo brennt es denn? Hoffentlich nicht in der Nähe meiner Heu... Oh, doch. In der Nähe der Wechselstube. Ausgerechnet in der Nähe der Wechselstube. Das Feuer könnte jetzt schnell übergreifen, leider. Eieieiei, das Feuer greift die überall gerade hin. Über. Sehr gefährlich. Ehrenämter. Räuberhauptmann und Gildenmeister der Schmiede. Ist das so? Ob wir hier jemals höher aufsteigen werden? Eines eurer Gebäude ist vom Brand erfasst worden. Ja, ich wusste es. Brand löschen für 4 Aktionspunkte. Gott sei Dank, Löschversuch haben der Erfolg Kaiser gezeigt. Hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Beteiligung. Ach, schon wieder diese Unternehmung. Nö. Auf keinen Fall. Freiherr. Das ist ja schon Freiherr. Wie schnell. So. Die Granate bringt uns noch gutes Geld. Wir müssen uns jetzt natürlich auch noch um unseren Sohn Ludwig kümmern. Ludwig Goldsucker. Oh, schaut mal, hat schon ein bisschen ein paar gute Sterne hier. Ludwig Goldsack. Da sehe ich gerade, mein Vater war katarisch und nicht katholisch. Meine Mutter katholisch, komisch. Sehr verwirrend. Es gibt ein paar Sachen, die können wir ihm kaufen. Steinkreisel, oder? Ja. Wie teuer ist der gerade? Ah, komm, 100 drüber, egal. Na, schau an, die 82 haben wir uns gespart. Euer Sohn. So. Damit ist er, glaube ich, einen halben Stern besser geworden in der Handwerkskunst. Aber ganz im Ernst, ich weiß auch nicht, ob es sich lohnt, da jetzt so viel Geld reinzustecken. Mit Aktionspunkten kann man das ja auch noch alles nachholen. Ja. Sind wir mal ein bisschen vorsichtig. Es brennt hier immer noch. Wenn wir Geld für unsere Villa sparen wollen. So. Schicken wir mal die 2 Bomben zum Markt. In Ordnung. Was ist hier gerade passiert? Ein gruseliger Unfall ereignet sich in eurer Alchemistenstube. Der Akolyt Wilhelm wird von einem Mitarbeiter aus Versehen mit einem schweren Gegenstand am Kopf getroffen. Wilhelm bricht zusammen und ist auf der Stelle tot. Was? Wilhelm? Dann wird es Zeit, Helga zu befördern. Ach, sie ist nicht im Gebäude. Aus Versehen. Das ist ja wild. Ein neuer Arbeiter kommt zu euch. Der Brand ist erfolgreich gelöscht worden. Möge unsere Stadt in Zukunft verschont bleiben. So, die Elke. Elke darf direkt hier mal auch Sachen suchen. Lavendel. Ja, Elke. So. Ah,
Ah ja, das hier Jasmin wurde gesammelt. Fördern wir jetzt dich gleich mal. Helga wird befördert. Ist jetzt eine Gesellin. Und produziert bitte die teuren Sachen. Na, wenn wir mal bis da unten hinkommen. So, auf geht's. Auf geht's. Ich habe nur wirklich nicht genügend Arbeitskräfte, um hier alles gut zu produzieren, was ich gerne hätte. So, am Markt. Bringen die Bomben uns nochmal gutes Geld. Ja, gut. So, was wurde da jetzt eigentlich gebaut? Okay, hier wurden noch andere Sachen gebaut. Gibt es eigentlich schon eine Villa? Nur lauter andere Gebäude. Aber keine Villa. Hm. Verstehe. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde um eine Stufe aufgewertet. Eine Stufe Steinschneiderei. Ah ja, Dr. Faustus. Aber erstmal die Bomben hier noch verkaufen, denke ich. Die Reparatur eines eurer Karren ist abgeschlossen. Solange der Preis noch gut ist, machen wir das. Aber ich denke, wir können jetzt mal aufhören, Bomben zu produzieren. Das Elixier des Dr. Faustus wieder starten. Hä? Oh nein, ich habe aus Versehen die falsche genommen. Ah, nein. Jetzt habe ich aus Versehen die Topfgranate unterbrochen. Meister. Wie ärgerlich, wie ärgerlich. Nun ja. Das kann auch nicht alles perfekt laufen. So, die Stadt wächst auf jeden Fall und gedeiht hier. Die Frage ist halt dann auch, wann will man dieses Getränk des Dr. Faustus trinken? Und will man es überhaupt trinken? Schwierige Sache. Um sein Leben zu verlängern, bis der Sohn alt genug ist. Hm. Das ist natürlich alles nur so eine ungefähre Angelegenheit. Na, wo ist jetzt der Karren? Erstmal haben wir Lavendel gesammelt. Die neue Praktikantin. Ja, die darf vielleicht nochmal Lavendel sammeln. Das war zu wenig. Das war viel zu wenig. Was ist euer Begehr? So, wir schicken jetzt wieder mal das Elixier des Dr. Faustus los. Oh, jetzt ist der Preis für die Topfgranate leider gerade richtig gesunken. Das war so hoch gerade. Immerhin verdienen wir mit den Bomben noch gutes Geld. Und ich kaufe sofort 15 Eisen, weil es mal wieder richtig günstig ist. Günstiges Eisen ist gutes Eisen. So, die Feierlichkeiten haben wir ja schon gestartet, dass die gemacht werden hier mit der Nachtwächterin. Dann versuchen wir, den loszuwerden. Dann schauen wir mal, wen wir anstattdessen dann überhalb ranbekommen können. So, der Karren muss, glaube ich, jetzt gerade warten, weil etwas im Weg stand. Jetzt eine Stunde. Ah, hier. So, Elixier ist Dr. Faustus, macht uns jetzt auch wieder reich. Und wir kaufen noch das restliche Eisen, weil es sehr günstig ist. Okay. Sehr gut. Euer Fest. Ihr seid ein großartiger Gastgeber, sagt uns Nachtwächterin. So, die Nachtwächterin haben wir auf jeden Fall gekauft. War auch schwer genug, um da endlich aufzusteigen. Das Problem ist jetzt halt schon Feste mit anderen zu machen. Wer weiß, wie erfolgreich das ausschauen würde. Das kann ich jetzt einfach noch nicht einschätzen. So, und ansonsten sparen wir, denke ich, jetzt Geld für eine Villa. 30.000 brauchen wir dafür. So. Ja, mehr haben wir nicht produziert. Gut. Passt. Wo sind wir angekommen?
Ach ja, mit noch mehr Eisen. Oh, eventuell ist mein Eisenlager jetzt mehr als randvoll. Ups. Gut, dass ich hier noch den Karren habe. Na schön. Einen Lehrgang in der Schweiz besuchen, oh, ein weiterer Kredit wurde genommen. Ertragreicheren Meistergrad als Geldleiher zu erlangen. Sehr schön. Wir könnten natürlich noch mehr Geld da jetzt wieder reinstecken, dass wieder mehr verliehen wird. Oh, jetzt habe ich natürlich keine Aktionspunkte mehr. Und ein Ausdauertrank würde mir auch nichts helfen. Was ist denn mit so einem Gießstock? Für die Dauer von 4 Runden. Je einen Aktionspunkt mehr. Wahrscheinlich erst ab nächster Runde. Sollte man sich mal erkaufen, aber wir haben schon wieder zu spät. Ja, es ist schon wieder geschlossen. Okay, aber gut, dann würde ich sagen, dann war es das mal wieder auch mit dieser Folge. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Like und einen Kommentar unter diesem Video da. Dann würdet ihr dieses Projekt sehr unterstützen. Welchen Beruf hättet ihr hier gewählt? Was findet ihr hier spannend? Und wie findet ihr den Aufstieg von Edelmann Heinrich Goldsack? Ab in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Alles Gute und auf Wiedersehen.